Moinsen Leute und willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen A Link to the Past, wir sind im Ice Dungeon stecken geblieben. Wir haben einen Schlüssel zwar, aber uns fehlt ein passendes Loch fehlt uns dafür. Alter, wie viel Schaden die Gegner hier machen. Das ist ja der kranke Wahnsinn. Darüber habe ich mich schon im letzten Part echauffiert, weil es ein ziemlich cooles Wort ist. Oh nein, jetzt wieder dieser Raum. Oh nein, alles nur nicht dieser Raum. An diesem Raum habe ich traumatische Erlebnisse und ich mag ihn nicht. Mag ihn nicht gerne. Oh, rette sich, wer kann. Die epischen Lurche des Todes sind nicht die geringste Gefahr. Aber auch die Stacheln an der Wand, der Boden, der sich bewegt und dann die elektrogeschockten Gegner. Also kommt einiges zusammen hier, muss ich mal so sagen. Aua, du Arsch. Zum Glück gibt es auf diesem Boden keine Eisphysik. Das wäre ja noch die Krönung, sag ich mal. Die Krönung von der ganzen Welt. Und von Jakobs. Auch von denen, ja. So, komme ich jetzt hier durch, ohne Schaden zu kassieren? Ja, wow. Das hat mich ja überrascht. So. Stimmt, ich erinnere mich so halbwegs. Irgendwo gab es solche Schalter und die waren auf den falschen... auf der falschen Höhe und deswegen hat nichts mehr geklappt. Und deswegen musste ich mich rausteleportieren aus dem Dungeon mit dem magischen Spiegel, um irgendwo ein passendes Schlüsselloch zu finden. Aber wo? Ist die große Frage. Wo ist denn die Türe mit dem Schlüssel? Ah, hier ist wieder ein Raum passend für unser Medaillon der Erde. Erdmedaillon! Damit können wir den kompletten... Autsch! Verdammt, wieso macht das keinen Schaden mehr? Hä, wollen die mich verarschen? Das hat doch perfekt geklappt letztes Mal. Wieso jetzt auf einmal nicht mehr? Sind die auf einmal resistenter geworden dagegen? Oder hatte ich das Blitzmedaillon? Kann natürlich auch sein. Ah, okay. Hier bin ich jetzt also wieder. Ich kann den Raum noch nach Norden verlassen. Oder durch die Schlüsseltür gehen. Das sind die beiden Möglichkeiten, die sich mir bieten. Und ich möchte gerne erstmal nach Norden. Mal gucken, was es da so gibt. Vielleicht ist das ja voll der epische Raum hier. Nee, ist, glaube ich, nur ein Trickraum. Oh, what the? Wie gemein ist das denn? Alter, nein. Was ist das für ein Raum? Ernsthaft? Was ist das denn? Haha, reingefallen, was? Ach nee. Zeif, pass auf, dass sich deine magischen Kräfte nicht zu schnell erschöpfen. Wenn du kein Zauberelixier besitzt, dann gehe sparsam mit deiner Magie um. Überanstrenge dich nicht. Danke für diesen überaus hilfreichen Tipp. Oh Mann, ey. Wieso bin ich jetzt wieder runtergefallen? Das war gemein. Aber... Dieser Dungeon, der regt mich auf. Der regt mich auf, ey. Ohne Ende regt der mich auf, kann ich euch sagen. Und er wird natürlich nicht von dem Feuer geschädigt, oder... Alter, wo ist er hin? Wo ist er hin? Hier ist auch ein Schlüssel. Oh mein Gott, jetzt habe ich sogar zwei Schlüsseltüren, die ich potenziell öffnen könnte. Und diese Tür da, die kann man bestimmt auch noch aufbekommen irgendwie. Gehen wir erstmal hier hin. Mal gucken, was passiert. Ah, hier ist wieder so ein Spezialist, den wir gerne wegburnen können, oder? Ja. Stirb! Stirb! Möchte hier noch, auch noch jemand sterben? Nee, okay. Ja, doch, du! Und du! Ihr seid böse Strolche. Spring nicht über mich rüber, sondern stirb! So, nichts wie weg hier. Alter, wie tief es hier geht in den See. Ihr dürft nicht vergessen, das ist ja alles hier unter dem Hylier See. Und das ist schon ziemlich atemberaubend. Eine Truhe, cool. Mit einem weiteren Schlüssel. Geile Sache. Alter, ich muss mal auf die Karte gucken. Wo befinden wir uns eigentlich schon? Das hier ist die Ebene, wo es den großen Schlüssel gab, aber ich habe den noch nicht, also die Truhe mit dem Item, was ich unbedingt haben möchte, denn es ist so ein wichtiges Item. Aber erstmal muss ich den großen Schlüssel dafür haben und wie ich das so sehe, nach meiner Prognose muss ich mich wieder hier raus teleportieren und den ganzen Weg nochmal machen. Was doof ist. Ziemlich doof sogar. Ach, na toll. Na, das will ich nicht. Aber sonst komme ich hier doch gar nicht raus, oder? Ich weiß jetzt natürlich, wo der Schalter zum Ausgang ist. Aua. Na komm, du Fee. Ich weiß, wo der Schalter zum Ausgang ist, aber ich glaube, ich komme hier nicht weiter. Ich glaube, ich komme hier nicht weiter. Da. Wie brutal und angsteinflößend auch die Musik der Dark World Dungeons ist. Nee, ich komme hier nicht weiter. Weil hier ist das große Problem. Dieses dumme Ding...
ist auf den falschen Schalter eingestürmt und deswegen muss ich mich raus teleportieren und nochmal dahin gehen. Was ist das für ein dummes Dungeon? Wer hat sich das denn ausgedacht? Oh. Und alles entscheidet sich dort, wo man bei dieser komischen Stachelkugel, für welchen Weg man sich dort entscheidet, wohin man dann geht. Dann entscheidet man sich, ob man sich nochmal raus teleportieren muss, weil man den falschen Weg gewählt hat, oder ob man den richtigen Weg wählt. Aber jetzt habe ich ja beide falschen Wege abgeklappert und es ist nur noch ein Weg übrig und theoretisch, also mathematisch gesehen, muss es dann ja der richtige sein. Mal gucken, ob dem so ist. So, wieder hier diese ganzen Schabernack-Aktionen hier machen. Die ganzen wegstreckenden Räume hinter uns lassen. Oh, na toll, auch noch das. Geht hier auch noch der Türrahmen zu. Alter, ich bekomme hier zu viel Schaden. Das gefällt mir alles nicht. Das gefällt mir alles ganz und gar nicht. Ich möchte theoretisch gerne hier das magische Pulver von... Oder hier magisches Pulver benutzen, um mir wieder ein bisschen HP zu generieren. Dankeschön. So, und jetzt bitte mich verpieseln. Und rausgehen hier. Denn ich möchte hier nicht so viel Zeit verschwenden, ganz ernsthaft. Wir haben das hier schon alles tausendmal gesehen, jetzt. Der Eisdungeon, ihr seht schon, ich mag ihn nicht sonderlich gerne. Aber er muss gemacht werden. Kein Dungeon kann übersehen werden und der Eisdungeon ist ein böser Dungeon. Autsch. Ich bin froh, wenn ich ihn endlich geschafft habe und das Dungeon-Item vor allem habe, dann wird alles so ein wesentlich großes Stück angenehmer, unsere kompletten Abenteuer. Wahrscheinlich wisst ihr sowieso schon, was man hier findet, aber ich sage es mal noch nicht. Es ist aber ein sehr, sehr gutes Item. Es ist nicht essentiell. Man kann das Spiel auch ohne dem Item schaffen, aber es ist sowas von angenehm, damit zu spielen. Übrigens so wie die Mondperle, die man theoretisch auch gar nicht bräuchte. Aber dieses hier ist noch optionaler. Dieses Dungeon-Item kann man theoretisch in der Truhe liegen lassen und man kann das Spiel trotzdem beenden. So, bewegen wir uns hier hin. Super, die Blöcke sind hier jetzt auf dem Boden. Das ist doch schon mal eine gute Sache. So, pressen wir den Schalter gleich beim Rückweg. Nein, oh Link! Wie lange ist das denn schon nicht mehr passiert? Und da war nicht mal Eisphysik. Ich hätte es ja verstehen können, wenn Link abrutscht, wenn es irgend so eine Eisfläche ist. Aber das hier ist ja nicht mal rutschig. Na toll, Link, du bist eine Wurst. So langsam müssten wir wieder zu dieser Kreuzung kommen mit dem Stachelball. Und dort entscheidet sich dann alles, wohin wir gehen. So, sterbt ihr lästigen Viecher, Alter. Die droppen super viel Magie, fällt mir gerade mal so auf. Stirb, du Wurst. Komischer Entenmensch, oder was du sein sollst. Pinguin, Ente, irgend so ein Hybrid. Das hier ist der Raum. Der Raum, in dem sich alles entscheidet. Der Raum des Schicksals, könnte man sagen. Diesmal gehe ich hier hin. Das ist der letzte Weg, den wir noch nicht begangen haben. Begangen, das klingt so, als ob es eine Straftat wäre. Probieren wir erstmal hier lang zu gehen. Was sagt denn die Karte? Nee, ich möchte erstmal nach oben wieder. Erstmal nochmal nach oben. Wir haben zwei weitere Ausgänge, die wir hier machen können. Denn dem... Ah, das ist sogar mal ein sinnvoller Einsatz für das magische Cape. Haha, jetzt können wir nämlich über Stacheln rübergehen. Und sogar nochmal zurück. Und die Truhe öffnen. Und einen Schlüssel kassieren. Hä? Ach so, ja, tatsächlich, den Schlüssel. Nice. So, und dem aufmerksamen Beobachter dürfte es aufgefallen sein. Autsch, hier ist eine Loch im Wand. Ein Riss. Und da können wir theoretisch durch. Oder auch nicht. Warum? Was ist das für eine gemeine Sache? Was ist das denn für ein Fake? Das gefällt mir nicht. Sowas zu machen ist nicht nett, liebe Spieldesigner. Ich glaube, hier war es, wo man an der Zunge ziehen musste. Jo, und das können wir dann direkt auch in die Tat umsetzen, wenn wir hier erstmal diesen dummen Felsblock hier aus dem Weg geräumt haben. Was auch wunderbar schaffbar ist. Und noch ein Schlüssel. Alter, wie viele Schlüssel die hier versteckt haben. Hier ist noch so eine Wurst. Oh nein, ich habe falsche Dinge. Aber vielleicht mit dem Hammer? Nee, geht's nicht. Okay, dann halt nicht. Mit dem Hammer geht es nicht. In irgendeinem Spiel kann man solche Gegner auch mit dem Hammer töten. Ich glaube, das war Wind Waker. Oder so. Was ist das denn? Ah, die Truhe. Okay, cool. Ja, hier muss man tatsächlich an der Zunge ziehen und dann öffnet sich die Tür. Und jetzt bekommen wir schon die Karte, ja. Wir haben das Dungeon quasi beendet und jetzt geben die uns die Karte. Ich glaube, das war ein Fehler im Spiel. Die wollten eigentlich zuerst die Karte geben und dann erst den Kompass hier, aber die haben die Truhen vertauscht. Was anderes kann ich mir nicht erklären. So, wie kommen wir hier hoch? Das ist jetzt wahrscheinlich... Ah, genau, okay, cool. Habe ich mir fast schon gedacht, dass es so ist. Und hier ist der große Schlüssel? Ja!
Du hast den großen Schlüssel, damit lässt sich so manches Schloss öffnen, wo kleine Schlüssel vorher versagten. Das freut mich persönlich ziemlich. Dann kann ich jetzt endlich das Dungeon-Item öffnen, bekommen, indem ich seine Truhe öffne. Super geile Sache. Aber erstmal hier nochmal zurück. Mit dem magischen Cape. Magischer Umhang, meinetwegen auch das. So, zack. Einfach mal rüber marschiert, hier rüber stolziert. Alter, das magische Cape wäre auch voll cool für den Raum des Todes gewesen, den, wo ich damals so Angst vor hatte. Aua. Okay, das ist nicht schlau gewesen, dass ich hier hingegangen bin. Ist ja gefährlich hier. Lebensgefährlich, könnte man fast sagen. Kommen wir mit dem Enterhaken rüber? Das sieht doch fast Enterhaken verdächtig aus. Erstmal die Gegner hier aus dem Weg räumen, denn die sind super nervig. Oh, Alter, wie gut ich zielen kann mit dem Teil, ey, das ist ja... Alter, dreh dich um. Nein, aber fall nicht runter. Link. Na, oh, der Linke. Dieser Linke, ey, das ist ja... ein Schlawiner. Ein Strolch. Oh nein, das wollte ich noch gar nicht. Ich wollte erstmal die Gegner töten. Aber Link dachte sich so, nö, mal lieber ranziehen. Stirb, stirb und deine ganze Familie mit dir. Ich habe gesagt, sterbt. Ja, die Hitbox ist natürlich ziemlich klein. Fällt mir gerade mal so auf. So, einer ist noch übrig und jetzt keiner mehr. Cool, jetzt kannst du mich rüberziehen und das bringt nichts. Warum? Warum ist das nicht auf? Hä? Moment mal, verrät uns vielleicht das Luftmedaillon hier einen geheimen Pfad? Nee, hier ist nichts. Hä? Warum ist denn die Tür nicht aufgegangen? Hä? War das ein Bug oder was? Hä? Ernsthaft? Was ist denn hier los, Leute? Leute, was soll ich machen? Die Tür geht nicht auf. Keine Ahnung. Okay, dann lassen wir das erstmal. Und holen uns vorerst das Dungeon-Item, weil das können wir ja auch machen. Ernsthaft, ich habe keinen Plan, wie man... Wieso ist die Tür nicht aufgegangen? Das muss ein Bug im Spiel gewesen sein. Ich kann mir das anders wirklich nicht erklären. So, wie kommen wir jetzt am schlauesten zu dem Dungeon-Item? Wie kommen wir dahin? Wir haben ja noch zwei Schlüssel im Vorrat. Das ist gar nicht mal wenig, muss ich so sagen. Was allerdings wenig ist, ist unsere HP. Unsere Lebensanzeige, die ist schon bedrohlich gering. So, gehen wir hier runter. Danke. Ah, okay, jetzt... Ah, nein, so ein böser Typ. Ein böser Mann hier aus Eis. Quasi Arktos oder so. Arktos aus Tabaluga, kennt ihr wahrscheinlich gar nicht mehr, ihr junge Generation von heute. Tabaluga war echt... Nein, verdammt, der macht so viel Schaden, Mann. Das kann nicht wahr sein. Oh, Mann. Ich hatte doch so viele Herzen. Ich hatte 4 Herzen, oder was? Ich schneide bis zu dem Raum wieder, Alter. Das kann sich ja kein Mensch angucken. Bis gleich. So, willkommen zurück in diesem hässlichen Raum mit diesem hässlichen Typen, der super viel Schaden austeilt. Oh, ich mag ihn schon nicht mehr. So, stirb. Sogar fast mit vollen HP diesmal. Und oh Mann, dieses Dungeon ist so mega ekelhaft. Ich bin zweimal auf dem Weg hierhin nochmal abgekackt. Und... seid froh, dass ich geschnitten habe, denn das hätte sich niemand angucken wollen. Oh, so, endlich, den Schatz des Dungeons. Wir haben ihn uns sehr gut verdient, weil die Gegner hier super viel Schaden machen. Vor allem diese bösen Eismänner. Und dafür ist dieses Item genau richtig. Oh, die blaue Rüstung. Damit macht ihr gegnerische Angriffe weniger aus. Geil, jetzt sehen wir sogar ein bisschen anders aus. Und sogar unsere Mütze hat sich gefärbt. Richtig geile Sache. Und wir können jetzt hier auch im Nebenraum tatsächlich endlich mal weiterkommen. Alter, seit wann lebst du denn? Wir können jetzt nämlich hier nach oben gehen. Richtig geile Sache. Und hier uns den Weg nach oben freibahnen. So, sterbt alle, ihr hässlichen Viecher. Sterb. Nein. Oh. Aber ihr seht, wir bekommen weniger Schaden durch alles. Und das ist ziemlich cool, muss ich sagen. I like it very much. So, gehen wir mal hier durch. Denn das ist der einzige Weg, der uns momentan noch offen ist. Oh, hier können wir eine Fee uns angeln. Das ist natürlich cool. Oh nein, ich wollte sie doch ins Fangnetz packen. Naja, dann halt nicht.
So, sehr geil. Wir haben jetzt auch Ranged Attacks wieder zur Verfügung. Natürlich richtig genial. Und zum Glück habe ich noch einen Schlüssel. Alter, wir haben drei Schlüssel in einer Sekunde verbraucht oder so. Haha, treff mich doch. Edgy Badge, hast mich nicht getroffen. Ups, das hätte ich nicht deaktivieren sollen. Ich weiß natürlich jetzt überhaupt nicht mehr, wie viel Zeit in diesem Part noch übrig ist, wegen dem Rumschnibbeln. Aber ich glaube, ein paar Minuten kann man noch vielleicht machen. Es wäre natürlich toll, das Dungeon... Oh nein, warte, das ist die perfekte Gelegenheit, hier Feen zu fangen. In diesem Raum. Das muss ich machen. Das muss ich machen. Nee, warte, wo ist denn der Typ jetzt denn? Dieser hässliche Laserbeam-Typ. Ich muss hier so viele Feen fangen, weil dieser Dungeon so extrem ekelhaft ist. Nein, der sammelt die automatisch ein. Was soll der Kack? Das ist nämlich das große Problem, weil das magische Puder hat natürlich jetzt nicht so die ultragroße Reichweite. Aber warum, Link? Sammel die doch nicht ein. Ich will die doch fangen. Oh, Link, ey. Link, Link, Link. Link, Alter, willst du mich verarschen? Da haben wir noch gar keine Reflexe auszuweichen, ey. Ich mache das so lange, bis ich drei Feen in meinem Fläschchen habe. Und wenn es mich ewig dauert. Aber ich glaube, euch macht das nicht sonderlich viel Spaß zum Zuschauen. Deswegen würde ich sagen, ich beende den Part an dieser Stelle. Das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen, habe ich drei Feen hoffentlich gefangen. Und ja, dann werden wir gucken, ob wir den Dungeon endlich mal zu einem Ende bringen können. Denn drei Parts für einen Zelda-Dungeon ist echt ein bisschen böse. Alter! Okay, wir sehen uns dann. Ciao, Leute!